Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Revolve-Adventskalender. Den haben wir ja letztes Jahr zusammen gefunden und den gibt es ja scheinbar jedes Jahr, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Jahr habe ich dafür 162 Euro bezahlt und wir haben hier einen Warenwert von sage und schreibe 539 Euro. Letztes Jahr hat der uns ziemlich von den Socken gehauen und ich bin jetzt mal gespannt, ob der daran auch wirklich anschließen kann. Dieses Jahr stelle nicht nur ich den vor, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne für eine zweite Meinung mal bei ihr vorbei. Und ja, ich glaube, Revolve ist auch so eine Art Parfümerie, so eine Art großes Kaufhaus, wo man im Prinzip irgendwie alles bekommt, ne? Wobei, nee, nicht Parfümerie, das ist halt mehr so wie KDW, Karstadt oder sowas. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Köfferchen, The Ultimate Beauty Essentials Set 24 Days of Revolve Beauty steht hier drauf. Und dann kann man dieses Köfferchen öffnen und hat hier den Adventskalender. Und weil der von innen jetzt nicht so die Wucht ist, sage ich mal, ne, und das ist auch nicht irgendwie so super krass stabil ist, stelle ich die Produkte in den Hintergrund und den Adventskalender stelle ich einfach vor mich. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich würde mich mega freuen. Wir starten jetzt hier am 1. Dezember und also die Boxen sind immer sehr, sehr groß und wir haben hier auch eigentlich immer recht gutes Zeugs drin. Es startet richtig krass, Leute. Das ist die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Das ist so ein richtiger OG, würde ich mal so sagen. Also ich mag die sehr gerne. Die hat halt so ein erdnussförmiges Faserbürstchen. Die macht richtig schön Volumen rein. Und viele, viele, viele Firmen haben diese Mascara versucht zu kopieren. Und ich finde nach wie vor, dass das eine einfach der besten ist, ne, die es überhaupt gibt. Also eine der besten Mascaras, die es überhaupt gibt. Und ich freue mich da richtig derbe drüber. Denn allein diese Mascara hat schon Wert von 25 Euro, 30 Euro. Die ist nicht günstig. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Dort drin enthalten ist von Y eine Haarmaske. Das ist richtig toll. Die habe ich letztens auch schon aufgebraucht. Das ist für feines bis medium Haar und wir haben hier 30 Milliliter drin. Das ist eine super schöne Haarpflegemarke, die ich wirklich empfehlen kann. Und ihr bekommt Y auch, wenn ihr möchtet, ne? Bei Lookfantastic, da habe ich ja den Code CLAUDIWELT. Da könnt ihr auf alles immer so den maximalen Rabatt bekommen. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Haarmaske, wo ich persönlich auch echt tolle Haare von bekommen habe. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr leichte Nummer 3. Ja, wir haben ja auch manche Marken drin, Leute, ne? Das ist so nice. Jouer müsste das sein, genau. Und hier haben wir den Powder Highlighter in der Farbe Eis. Hier sind 2 Gramm drin enthalten. Und das dürfte ein ganz kleines, süßes Schätzelein sein. Schauen wir mal hinein. Oh ja. Oh ja. Oh ja, den swatchen wir. Den möchte ich mir angucken. Ich habe von Jouer auch schon mal einen gehabt, der war aber viel zu dunkel. Der hier ist natürlich richtig icy, ne? Also der könnte vielleicht für manche ein bisschen zu hell sein. Wobei, nee, der hat auch so einen Goldshift mit drin. Nee, nee, ich glaube, der funktioniert für viele. Oh, und notfalls, Leute, ist das Monolidschatten, ne? Aber für mich ein Highlighter. Hier haben wir die Nummer 4. Übrigens habe ich das, glaube ich, irgendwann mal als Reimespruch mit integriert, weil ich die 4 mal bei irgendeinem Adventskalender vor Jahren wie bekloppt gesucht habe. Und genau, dann kam das irgendwie so, dass das hängen geblieben ist. Ich glaube, die machen das schön im Wechsel. Dekorative Kosmetik und Pflege. Hier kommt das Salt and Stone Black Rose and Oud Body Wash. Da sind 35 Milliliter drin. Das ist, glaube ich, halt auch eher so ein Unisex-Duft, ne? Denn Oud hört sich für mich dann auch so ein bisschen herber an. Aber Black Rose könnte echt was für mich sein. Ein Tag vor Nikolaus für uns haben wir hier den 5. Dezember und dort haben wir ein Tübchen drin enthalten von Oribe Imperial Blowout Transformative Styling Cream. 15 Milliliter, das ist Haarpflege. Ja, ist jetzt nicht ganz so meins, ne? Aber ich glaube, dass manche sich darüber freuen werden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Volumen oder irgendeine Frisur in meinen Haaren drin haben. Also ich mache das halt entweder offen oder Bommel oder Zopf. Viel mehr kann ich nicht. Für uns, der Nikolaus, ist hier der 6. Dezember. Übrigens musste ich hier auch nicht irgendwie Zoll oder sonst irgendwas bezahlen. Der Versand ging super zackig und das war auch letztes Mal schon so. Das scheinen die mit dem Online-Shop und so, das scheinen die schon alles so richtig schon im Vorfeld zu regeln, sodass wir da einfach keine Probleme haben, aus England zu bestellen, ne? Hier haben wir von Argent Nateur
Holy Water, Hyaluronic Pearl and Rose Essence. Oh, 30 Milliliter. Sowas mag ich ja. Hyaluronsäure kann jeder Hauttyp gut gebrauchen. Das betone ich immer wieder, ne? Einfach um halt auch zu zeigen, ob die Produkte dann auch wirklich für alle geeignet sind. Das fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und die Marke habe ich auch schon mal irgendwo gehört, gelesen, wie auch immer. Aber ich meine noch nie was davon verwendet. Rose mag ich auch sehr gerne. Wir kennen ja, glaube ich, noch von Rosens dieses Rosenwasser. Das war so quasi mein erster Toner auch. Und finde ich richtig klasse. Die Nummer 7 ist sehr leicht. Vielleicht haben wir ja auch wieder das Glück und haben etwas dekorative Kosmetik im Adventskalender. Naja, doch, ja. Huch, ah, nein. Da rollte er von dannen. Von Tower 28, das ist eine Marke, die habe ich bei Tamina schon öfters gehört, dass sie richtig toll sein soll. Ist das nämlich so ein Lipgloss in der Farbe Pistachio Lip Jelly. Und zwar sind hier 1,36 oder 3,8 Milliliter drin. Kann das sein? 0,04 Unzen? Gar keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne, sehr, sehr tragbare Farbe. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke, das ist so ein typischer My Lips But Better Ton. Hat auch nicht irgendwie Sparkles oder so mit drin. Sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir mal in die Nummer 8, denn die darf machen, dass es kracht, weil Monsieur, der gerade neben mir liegt und sich ganz genüsslich hier mein Video quasi in live reinzieht. Der hat da Geburtstag, der liebe Sammy. Hier haben wir den 8. Dezember. Und ja, Sammy ist unser kleiner süßer Hund. Und der wird dieses Jahr 10. Hier haben wir von Stila ein Produkt drin. All Day, Stay All Day. Waterproof Liquid Eyeliner mit 0,25 Millilitern. Das ist natürlich super wenig, ne? Aber ich glaube, ich finde das cool. Also lieber sowas. Genau, das hat auch einen Schwämmchenapplikator als halt so einen herausdrehbaren Kajal. Also das verwende ich halt sehr viel. Ne? Das ist echt eine süße Reisegröße. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Größeres, aber auch Leichtes freuen. Andere packen das einfach in eine 24 und die packen das in eine 9. Wow, Glowgasm Beauty Light Wand High Blush von Charlotte Tilbury in der Originalgröße. In der Farbe Pink Gasm. Leute, das finde ich krass. Das finde ich richtig, richtig krass. Das ist so, also so abgefahren. Das sieht, also jetzt so, ich, ne? Okay, hier sehen wir dann einmal das Produkt. Das schaut einmal so aus. Ich habe euch das auch in dem entsprechenden Video schon geswatcht. Ich bin gespannt drauf, denn ich bin eigentlich gar kein Fan von Glowy Blushes. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Am 10. Dezember haben wir hier auch wieder Pflege drin, und zwar von OC oder Osea, Undaria Cleansing Poly, nein, Body Polish. So, 30 Gramm, das ist ein chemisches AHA-Peeling und gleichzeitig ist es auch ein physisches, steht hier hinten drauf, also dass man quasi sowohl die Peeling-Partikel als auch dann das AHA mit dabei hat. Das finde ich richtig, richtig cool. Man sollte nur ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht irgendwie in die Nähe von frisch rasierter Haut gibt oder in die Nähe von Schleimhäuten. Die erste Schnapszahl ist hier die Nummer 11. Es sind auch allerhand Marken enthalten, die ich persönlich jetzt so noch nicht kenne, was ich aber geil finde, weil die kann ich dann ausprobieren. Da haben wir Goop Beauty, Goop Glow, Microderm Instant Glow Exfoliator, also noch was zum Peelen mit 15 Milliliter. Und das ist tatsächlich für das Gesicht gedacht. Und das lässt du also erst einmassieren, 3 Minuten einwirken lassen und dann kannst du es abspülen. Und ja, interessant, oder? Da muss ich auch nochmal gucken, womit es dann sein wird. Wenn es Glow geben soll, ist es dann halt meistens auch mit AHA, also mit Fruchtsäure, Glykolsäure steht hier auch genau relativ weit oben. Das heißt, ja, schön, so ein bisschen Slow-Aging-mäßig. Ne? Wir kriegen dann erst ein Körperpeeling und am Tag später können wir uns auch das Gesicht peelen. Ich mache das immer an einem Tag, also da habe ich dann so eine Art Extrem-Pflegetag, wo ich dann halt Gesichtspeeling mache, ich mache Körperpeeling, ich mache eine Haarmaske, das alles. Ne? Dienstags und freitags ist das immer bei mir. Halbzeit, die Nummer 12, denn hier haben wir auch nicht 25 Boxen drin enthalten, sondern 24. Auch hier dürfen wir etwas sehr, sehr Cooles finden von Supergoop. Glow Screen Sunrise mit Lichtschutzfaktor 40. Das ist ein Lichtschutzfaktor mit 40 und da sind 20 Milliliter drin enthalten von Supergoop. Das ist eine Sonnenpflege, die ich sehr, sehr gerne verwende. Manche mögen die nicht so gerne, weil das halt wirklich sehr silikonig ist. Ne? Also es kommt halt wirklich krass auf die Haut. Ich mag das aber eigentlich schon. Ne? Das kann man halt auch als Primer dann ganz gut verwenden, dadurch, dass es ja auch schon Glow spendet. Da muss man nicht jetzt irgendwie zusätzlich noch einen Primer drüber geben und dann halt entsprechend eine schöne Gesichtsfoundation, ein Foundation, Gesichtsfoundation, was ist das denn?
und ich finde es immer großartig, wenn Adventskalender dran denken, dass man auch im Winter einen Lichtschutzfaktor tragen sollte. Also das Ganze ist relativ ausgewogen, wobei wir hauptsächlich dekorative Kosmetik bislang drin hatten. Interessante Marken, gute Größen, wie ich persönlich auch finde. Also so kann es gerne weitergehen, ne? Dann habe ich hier den Anfang der zweiten Halbzeit, den 13. Dezember in meinen Händen. Und da geht es weiter mit Benefit. Und das ist der Bene Tint. Den müsste ich auch noch da haben. Das ist einfach so für Lip and Cheeks. Es ist eine Originalgröße. 6 Milliliter, ja schon, ne? Das ist richtig nice. Und das ist die Urmutter aller Lip Tints. Also die sind jetzt ja auch aktuell super krass wieder im Hype, ne? Und Bene Tint hat eigentlich, soweit ich weiß, mit sowas halt angefangen und halt diesen Tint rausgebracht. Das kannst du dir dann auf die Wangen auftupfen, du kannst es dir auf die Lippen geben. Das ist halt super praktisch, vor allem für die Lippen, weil das so haltbar ist. Du kannst damit essen, du kannst damit alles Mögliche machen, rumknutschen. Und trotzdem hast du halt immer noch diesen Tint da drauf, weil das so richtig in die Haut einzieht. Auf den Wangen finde ich das persönlich nicht ganz so nice, einfach weil das ja dann ne, auch schwer abgeht. Und ja, mag ich nicht so gerne auf den Wangen, aber auf den Lippen sehr gerne. Der 14. Dezember ist jetzt hier bei mir. Und hier haben wir Brio Geo Farewell Frizz Rosehip and, Argan and Coconut Oil Blend. Also das ist ein Öl gegen Frizz mit 30 Millilitern. Ich kann mir das vorstellen als Haaröl für morgens. Also so mache ich das halt meistens, ne? Genau, du kannst es sowohl... The oil can be applied to clean, damp or dry hair as needed. Also entweder in trockenes Haar oder halt in... gereinigtes Haar, hä? Okay, und dann nimmst du halt nicht allzu viel von, klar, ne? Sonst sieht das halt auch irgendwann cremig aus. Ich mache das auch nur hier unten so ein bisschen in die Länge und Spitzen. Vielleicht sieht man hier noch ein bisschen was von heute Morgen, nö, wir haben es jetzt auch schon 8 Uhr abends, ne? Also da ist dann natürlich alles gut eingezogen. So schaut das einmal aus und das ist eine schöne Haarpflegemarke. Da hatte ich letztes Jahr in diversen Adventskalendern immer mal wieder auch so Haarmasken und sowas drin. Die waren echt preislich nicht ohne. Also Erwin und sein Helferlein, der immer noch keinen Namen hat. Also ja, wollen wir dem Karton einen Namen geben? Schreibt gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Also der Stuhl heißt Erwin. Ja, es ist alles manchmal etwas niedlich hier, ne? Darf auch mal sein. Genau, wir haben jetzt hier den 15. Dezember. Auf jeden Fall sind die beiden schon relativ gut befüllt, ne? Ich finde das sehr, sehr nice. Darf bei dem Preis aber auch tatsächlich so sein. Oh, da wird Nicole ihre Geschichte zu haben. Ich vertrage es aber auch leider nicht so sehr. Das sind so Peeling-Pads von Dr. Dennis Groß, Alpha, Beta, Universal, Daily Peel mit AHA und BHA. Ist das. Da sind 3 Anwendungen drin. Das sind jeweils so, ja, Sachets, ne, mit so Tüchern drin. Die sind halt schon darin getränkt und dann benutzt du erst das eine, dann benutzt du das andere und das soll halt super sein. Bei mir hat die Haut halt leider auch mit Rötungen und Irritationen, nennt man das ja so freundlich, reagiert und sie hatte auch nicht die allerbesten Erfahrungen mitgemacht. Also der 16. Dezember ist echt ein Oschi, ne? Mal gucken, was wir hier drin haben. Das ist sehr, sehr geile Haarpflege. Also machen dieses Jahr viele Adventskalenderhersteller in ihren Adventskalender, einfach weil das ein sehr beliebtes Produkt ist und das finde ich sehr, sehr kundenfreundlich. Von Color Wow ist das der Dream Coat Supernatural Spray mit 50 Millilitern. Das machst du dir am besten wirklich ins feuchte Haar rein und dann föhnst du dir die Haare richtig glatt, ne? Also wirklich dann auch am besten über eine Bürste föhnen. Du kriegst dadurch einen immensen Glanz in deine Haare. Ich benutze das einfach als Leave-In, habe dadurch nicht diesen mega krassen Glanz, aber trotzdem eine sehr, sehr schön gepflegte, ein sehr schön gepflegtes Ergebnis und ich mag das sehr, sehr gerne. Color Wow bekommt ihr auch bei Purish. Auch das ein wundervoller Kooperationspartner von mir, wo ihr mit Claudis Welt 10% immer auf den Sale bekommt und halt auch auf meiner Creator-Page und das ist eigentlich so gut wie alles, was Make-up angeht, was ich euch auch immer wieder zeige und alles in der Infobox mal verlinkt. Und das ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Also die Marke mag ich sehr gerne, durfte ich auch schon einiges von ausprobieren. Wow. Also der Adventskalender ist wirklich sehr ernst mit uns, um das mal so zu sagen. Ne? Der ist sehr ernst zu nehmen. Die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend. Denn wir haben hier so coole Produkte drin von bekannten und unbekannten Marken, dass es einfach Spaß macht. Wow. Und hier haben wir 2 Sachen drin. Und zwar hat sich hier der Peter Thomas Roth ein bisschen niedergelassen und uns einmal eine Water Drench Hyaluronic Cloud Rich Barrier Moisturizer Tube reingelegt mit 7,5 Millilitern. Das ist diese hier. Also das ist halt eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, die halt wolkenleicht auf dem Gesicht sein soll und ja, mit Feuchtigkeit versorgt. Okay, und dann haben wir noch das Anti-Aging Cleansing Gel. Und da haben wir Glykolsäure drin, Fruchtextrakte, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, genau, das ist halt auch eine Sache, die ich jetzt nicht jeden Tag verwenden würde, ne?
Glykolsäure gehört halt auch zu diesen ganzen Peeling-Formen. Ich habe hier mal ein Video zu Peelings gedreht. Schaut da gerne mal rein, bevor ihr in das ganze Peeling-Game mit den ganzen Säuren oder also mit den ganzen chemischen Peelings oder mit den ganzen Enzym-Peelings einsteigen möchtet. Ist das auf jeden Fall sehr hilfreich normalerweise. Ne? Und finde ich aber gut, dass die bei so kleinen Geschichten auch zwei Produkte reingelegt haben. Mag ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und dort ist natürlich, klar, wieder dekorative Kosmetik drin von Dips. Und zwar der Glow Tour Duo Shimmering Blush and Contour Duo Stick mit 9,4 Gramm. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Sowas ist natürlich immer eine Sache für sich. Ne? Wir haben die Farbe Starlit. Inwiefern es dann natürlich passt. Ich habe jetzt ja auch schon hier Blush und, ach Quatsch, Highlighter und so drin. Oh, das finde ich aber gut. Die sind also auf zwei verschiedenen Seiten. Das scheint aber auch wirklich glowy zu sein. Ne? Da haben wir einmal hier den Blush Stick. Von Dips hatten wir letztes Jahr so einen Highlighter Stick auch in dem Adventskalender, das ist die liebe Nicole übrigens gewesen. Und der war mir zu dunkel. Aber hier glaube ich, das ist halt sehr gut für, ja teilweise sogar Medium, ja Light to Medium Skin Toned wäre. Ne? Auch dieser Contour Stick, das spricht mich sehr, sehr an. Fühlt sich jetzt von der Verpackung nicht so mega an, aber sieht fancy aus. Der 19. Dezember ist jetzt hier. Oh, da sind auch wieder zwei Sachen drin. Olaplex. Traue ich mich persönlich nicht so sehr ran, weil ich einfach auch schon sehr viele Gruselgeschichten darüber gehört habe. Nummer 4 und Nummer 5 mit jeweils 20 Millilitern. Einmal das Shampoo und der Conditioner. Ich habe gehört, das sollte man am besten nur verwenden, wenn man wirklich gefärbte, blonde Haare hat. Keine Ahnung, das ist original hier noch. Dementsprechend lasse ich das einfach. Ne, ja, aber Olaplex ist eine sehr beliebte Marke. Leute freuen sich darüber, wenn es drin ist. Und auch Olaplex ist dieses Jahr sehr intensiv in Adventskalendern vertreten, oder? Und hier auch wieder schön, dass wenn man halt so kleinere Größen reinmacht, dass man sagt, okay, wir machen dann aber dafür zwei Produkte in ein Kläppchen. Und das finde ich gut. So, ja, wir sind schon im 20er-Bereich. Das ist ja abgefahren. Herzlich willkommen, meine Lieben. Es ist jetzt der Endspurt Richtung Heiligabend. Es ist eine kleine Größe, aber ich glaube, man freut sich. Das ist die Tatlet Tubing Mascara mit 2 Millilitern. Die müsste ich noch in der Originalgröße da haben. Und das ist halt eine etwas andere Form von Mascara. Ich kann euch das Büschchen mal einblenden, weil eine Tubing Mascara legt sich quasi oder umhüllt die Wimpern richtig doll. Und wenn man die abschminkt, geht das am besten mit wirklich lauwarmem Wasser oder so oder abends unter der Dusche halt. Ne? Und dann löst sich das halt im Gesamten. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig und fühlt sich für manche auch unangenehm an. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht und freue mich da echt drüber. Das finde ich cool. Die 21 ist ungefähr das größte Kläppchen, aber super leicht. Oh nein, was ist das denn? Das ist süß. Jetzt mal im Ernst, wenn man sowas im Adventskalender findet, das ist halt auch so ein Tannenbaumanhänger, ne? Dann ist es auch okay, wenn es Haargummis sind. Das sind 3 Stück oder 4 von Slip, ist das 4, sind hier drin enthalten und das ist wohl wirklich aus Seide. Und ich verwende auch solche Seidenscrunchies sehr, sehr gerne nachts, weil das halt auch sehr haarschonend ist. Aber die werden mir ein bisschen zu klein, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob das was wird. Also von der, ne, von dem Umfang her. Muss ich mal schauen. Vielleicht werden wir Freunde. Aber wie süß sieht das aus? Das ist perfekt für einen Adventskalender. Und andere packen einfach lose irgendwie random so ein Scrunchie rein und die so, nö, guck mal. Und ich glaube, die sind richtig teuer, ne? Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22 ist jetzt hier. Ich glaube, hier haben wir nochmal Pflege drin. Oh, schön. 2 Tage vor Heiligabend haben wir den Pro Collagen Cleansing Balm von Elemis hier drin enthalten. Eine wundervolle Marke. 20 Gramm sind hier drin. Ich freue mich immer wieder, wenn ich was von Elemis in Adventskalendern oder in Boxen drin habe. Das ist ein richtig schönes Abschminkprodukt, also der erste Schritt vom Double Cleansing. Ne? Dann nehme ich immer einen Abschminkbalsam. Aktuell habe ich den von Isana in Anwendung. Ich switch da immer zwischen verschiedenen Preiskategorien. Ne? Aber ich liebe den von Elemis. Der ist richtig, richtig gut. Schön. Ungeschminkt starten wir dann, gucken wir uns dann die Nummer 23 an, der Tag vor Heiligabend. Wow. Ich meine, ja, es sind kleine Größen, aber die haben da zwei Produkte von reingepackt. Die Dr. Barbara Sturm ist halt super beliebt im englischsprachigen Raum. Da haben wir einmal das Hyaluronic Serum mit 3 Millilitern drin. Habe ich schon mal verwendet und fand ich auch wirklich, wirklich angenehm. Würde ich mir für den Preis aber nicht nachkaufen. Und dann haben wir auch 3,5 Milliliter von der Face Cream drin enthalten. Finde ich schon schön, ne? Dass du hier so ein kleines Set mit drin hast. Und die beiden Produkte haben auch schon ihren Wert. Also finde ich das vollkommen in Ordnung, da so zwei kleine Geschichten reinzumachen.
Ja, und nachdem wir dann jetzt wirklich die ganze Weihnachtszeit über allerhand Luxusluft schnuppern durften, dürfen wir uns dem 24. Dezember widmen. Das ist Heiligabend. Das Highlight vom Adventskalender, ja, wir haben keine 25, fühlt sich auch echt schwer an. Hier ist irgendwas von Summer Fridays drin. Es ist so groß. Das füllt das Ganze hier aus. Das sind 30 Milliliter von dem Heavenly 16 All-in-One Face Oil. Das ist dann wohl ein Serum, Leute. Und Gesichtsöle sind natürlich auch zur Winterzeit super, super sinnvoll, weil da brauchen wir halt auch etwas reichhaltigere Pflege. Condition und Hydrator sieht sehr nice aus. Kann ich, also wirklich, ich bin gerade ein bisschen baff und ein bisschen happy, dass man halt auch ein Serum in dem Adventskalender in die 24 packt, ist schon cool. Und auch noch sowas in der Full Size, ne? Holla! Wirklich krass. Also der ist jetzt wirklich komplett einmal ausgepackt. Und ich habe dieses Jahr irgendwie das Gefühl, das ist so ganz, ganz merkwürdig, du hast so binäre Adventskalender. Entweder ist der Inhalt extrem furchtbar oder er ist extrem geil, so wie bei diesem Exemplar hier. Also wie großartig ist bitte hier der Inhalt? Die Leute, die halt Bock haben, mal so ein bisschen Luxusluft zu schnuppern und teilweise halt auch in Originalgröße, teilweise von bekannten, teilweise von unbekannten Marken, die sind da einfach gut aufgehoben. 162 Tacken ist eine Stange Geld, das weiß ich. Das weiß ich wirklich und deswegen sollte man das Ganze natürlich auch mit einer kritischen Beobachtungsgabe betrachten. Aber ich glaube, dass man hier mit dem Inhalt auch wirklich was Tolles zurückbekommt. Also schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber ich finde jetzt nicht, wir haben jetzt nichts fünffach gefühlt drin. Wir haben irgendwie auch so eine schöne Gesichtspflegeroutine bekommen. Es ist halt irgendwie alles mit dabei. Wir haben ein bisschen Körperpflege, ein bisschen Haarpflege, schöne dekorative Kosmetik. Also das ist ein ganz großartiger Mixed-Adventskalender, muss ich wirklich sagen. Finde ich sehr derbe. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir können uns da gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.